Einen wunderschönen Nachmittag hier in Schreuz, meine werten Gäste, liebe Mitbewohner von Deutsch Schreuz. Es ist uns eine Freude, mal wieder die Ratsgruppe hier zu haben. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Vorbereitungsarbeiten so geklappt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat eine lange Anlaufzeit gegeben, aber es funktioniert immer wieder sehr gut. Ich möchte mich jetzt schon bedanken bei den Veranstaltern, die das immer wieder hervorragend schaffen. Und Deutsch Schreuz präsentiert sich wieder mit seinen Straßen, mit seinen hervorragend herausgeputzten Ortschaften, die durchfahren werden, natürlich sehr, sehr gerne. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass hier auch die Radrennen stattfinden können. Fahrer fertig, Achtung ab! Das ist der Start. Zweiter Platz, tapfer gewährt, hat sich der Sebastian Scherz. Auch für ihn ein Riesenapplaus. Auch von Frank Jutt, bravo. Sebastian, gut gemacht. Sich abgesetzt hat die größeren Kraftreserven. Und der Sebastian Rieger gewinnt diese Kategorie. Bravo Nico, war ein großer Kampf, zweiter Platz. Tolles Rennen, das er uns geliefert hat. Und Gratulation, bravo, Elias hat seine vier Runden absolviert. Das war der Start des Hobbyrennens der Unlizenzierten. So, bitte ist hier. Im grünen Trikot versucht er gleich sich abzusetzen. Was muss ich fragen, wenn geht schon dann? Jetzt kann man es. Wo ist denn jetzt der Querni? Das ist die Untermacher. Oh, jetzt haben sie nicht mehr gut. So, und hier sind sie, meine Damen und Herren. Das ist auch der Sieger. Ich denke auch, im vorigen Jahr hat hier die Ordnung und dann. Dankeschön an die. Ganz sicher, dass wir ein tolles Rennen sehen werden. Ich habe mich mit einigen Fahrern schon unterhalten. Die Stimmung ist hervorragend und ich wünsche euch schlicht und einfach ein unfallfreies, tolles Rennen und viel Freude. Und ich nehme an, dass wir auch viele auch davon morgen sehen werden. Fertig! An der Tafel und an der Glocke der Präsident des Niederösterreichischen Radsportverbandes, der Peter Nausch, der kämpft gerade mit der Tafel, dass er die zwei rausbringt. Geschossen auf
Straßen noch, wie gut! Jetzt geht's noch um Platz 2 und 24 waren es Punkte und Rasshockern, kein Sieg für Eibecker, es ist die 21, die 24, ich glaube auf die 47. Gratuliere zum heutigen zweiten Platz. Wie war das Rennen heute für dich, vor allem in der Vorbereitung auf morgen? Naja, erst einmal bin ich einmal sehr glücklich mit meinem zweiten Platz, weil die Gourmet-Fan Wales, die haben eine richtig starke Mannschaft da auf den Start gestellt. Ich glaube, 12 Fahrer oder so waren es. Und Team Vorarlberg, also mein Team, waren wir nur zu fünft. Und da ist es noch einmal schwieriger, gegen so eine Armee, kann man schon fast sagen, anzutreten. Also hat schon gepasst, denke ich. Und morgen trittst du ja auch an. Was erwartest du dir für morgen? Ja, also die Strecke könnte man liegen. Es ist ein hügeliges Rennen. Mal schauen, wie ich das Rennen heute verkraftet habe. Haben gut essen, gut schlafen und dann schauen wir, wie es morgen geht. Okay, alles Gute, danke. Meine Damen und Herren, die besten drei Fahrer der oberösterreichischen Landesmeisterschaft. Gourmet-Fan Jan Sokol. Österreichische Nationalhymne. Gratuliere zum heutigen Sieg. Wie war das Rennen heute? Es war auf jeden Fall sehr hart. Der Kurs hier ist sehr hart in Deutschkreuz. Also das Kriterium ist das zweite Mal gefahren. Heute wieder ein sehr heißer Tag gewesen. Schwere Bedingungen und die ansteigende Zielgerade hat es auch in sich. Und was erwartest du für morgen von der großen Burgenland-Rundfahrt? Die Burgenland-Rundfahrt ist immer ein schönes Rennen, hat Klassiker-Charakter, liegt mir eigentlich ganz gut. Ich meine, es wäre natürlich schöner, wenn ein bisschen Wind aufkommen wird. Das macht das Rennen nachher noch schwerer. Aber ich denke, die Hitze macht es auch ordentlich schwer morgen. Aber mit der heutigen Vorbereitung bist du mal äußerst zufrieden und hoffst das Beste für morgen. Ja, jetzt müssen wir beim Feiern natürlich ein bisschen zurückhalten mit Markus Eibecker, der ist gestern auch Dritter, der ist heute auch Dritter geworden. Also vielleicht noch einmal kurz anstoßen mit einem guten Wein und morgen dann noch einmal voll zuschlagen. Herzliche Gratulation nochmal, danke.